Von Jena kann man sich nicht trennen. Das sagte gestern der ehemalige Jen-Optik-Chef Lothar Späth. Und deshalb setzt sich der Baden-Württemberger auch weiterhin für die Saalestadt ein. Als Lothar Späth vor ein paar Wochen eine Einladung von Oberbürgermeister Albrecht Schröter erhalten hatte, habe er sofort zugesagt. Die Jahre als Jen-Optik-Chef nach der Wende zählt er zu seinen wichtigsten Lebensabschnitten. Seine zahlreichen Jenaer Geschäftskontakte sollen nun im Wissenschaftsjahr von Nutzen sein. Lothar Späth habe bereits bei dem ein oder anderen potenziellen Sponsor ein gutes Wort eingelegt, sagte OB Schröter. Und er werde dies auch weiterhin tun. Auch durch Späths Fürsprache hätten manche Sponsoren Unterstützung zugesagt. Späth bezeichnete Jena als besonderen Standort, für den es zu werben gilt. Ich finde es toll, dass es Jena geschafft hat, die deutsche Wissenschaftsstadt zu sein. Aber dies genau weiterzuführen und da mit der Idee, hier gibt es einen besonderen Standort für technologisch interessante Produkte, für forschungsintensive Produkte und einfach eine Begeisterung für eine junge Generation, die Tradition der Wissenschaft in Jena fortsetzen will. Voraussichtlich im Mai zur Festwoche der Universität wird Lothar Späth das nächste Mal in Jena zu Besuch sein.